Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Card Evolution 2. Ich sehe gerade abenteuerliche Fahrmethoden von unseren blauen Fahrern. Ist doch glatt über Steinberg gefahren. Dieser Arbeit abenteuerlich, also ganz wild. Erst wollen sie nicht kommen und dann fahren sie hier rüber. Gut. Hoffen wir, dass jetzt geklappt. Ich habe den Abstand ein bisschen erhöht. Zum Rohr. Das ist keine Garantie. Aber ich denke mal, wenn die ersten zwei Runden geschafft sind, dann nur noch hoch und runter geht, geht es ein bisschen. Hoffentlich wird es ein bisschen besser. Wir werden auch ein Fahrzeug besorgen müssen zum Verteilen. Und zwar brauchen wir noch einen ziemlich schweren Traktor. Und zwar einen recht guten, der damit klarkommt. Also Deutz. Ja. Unseren alten K700. Linksbereifung, man kann vorne hängen, nichts. Hinten. Das ist jetzt 300 PS, 500 PS. Das ist ein Traktor, nicht vom Fortschritt, da muss man dazu sagen, sondern von einem Russenfirma. Vorgesehen für Raketentechnik ziehen. Und der hat vorne kein Gewicht. Hinten müsste ich mal schauen. Verteile dann auch. Aufbau können. Ich will mal einfach mieten, mal testen, wie er geht. Das ist robuste alte Technik. Wenig Elektronik. Beziehungsweise gar keine. Denke ich mal. Hydraulik ja, aber. So. 3 Meter. Die haben wir stehen noch. Zeit immer ein bisschen beeilen. Schauen wir mal, ob das klappt. Der K700 ist unten mal gefahren früher. Auf dem Feldern und auf dem Silo. Der hat den größten Flug gezogen, den wir hatten. Soweit ich weiß, 8 Flugfahrer damals war der gezogen und wie gesagt, im Silo verdichten war er bestens geeignet, weil er entsprechend schwer war, Eigengewicht. Denn was die Russen haben, ist stabil, robust und schwer. Gut, die Silo haben sie nicht gehabt. Ich weiß, die haben früher so ein ja, so eine Art Förderschaufel oder sowas, heute so eine Art Forke so ähnlich, so was es heute auch gibt für. Ja, mal gucken müssen, wer sie hat, ne? Bieten ist kein Risiko. Der hat 500 PS jetzt, ob die original auch so viel hatten, weiß ich nicht, keine Ahnung. Der war für richtig schweres Gerät. Sollen wir mal gucken, was, ob wir in der Silowalze Wasser einfüllen können, als Gewicht. Kann ich jetzt nicht erkennen. Gut, denkt man nicht, aber durch diese entsprechende Verteilung werden wir ein bisschen besser hinkriegen, denkt man, ne? Wir haben ein bisschen Stress, in Anführungszeichen, also wenn Abfahrer nicht richtig funktioniert, wenn der Fahrer an sich nicht funktioniert und beim Silo ist auch nicht so richtig ideal,
Aber irgendwie wollen wir es hinkriegen. Mal schauen. Meist ist ja eine gute Gelegenheit, viel Silage zu machen. Nicht für die Kühe, sondern mehr für die BGH hauptsächlich. Ein Teil werde ich einlagern in unserem Lager dafür. Dass wir Mischfutter herstellen können. Jetzt haben wir Mitte Sommer. Wir werden es nach Mais verpflügen müssen. Denke ich mal. So, ich überlege, ob der Gras reinmachen. Einmal Gras mit. Und dann machen wir Ballen noch einmal, ne? Also schön mit Ballen. Und weniger quälen, ne? Na, schon wieder fertig. Ich meine, so klappt das ja einigermaßen. Ne? Also gerade in den Kurven. In den Kurven ist echt bescheiden, ne? Und da ist schon ein großer Berg. Und jetzt ist er am Baum. So. So, VV. Irgendwie will Walze. Nicht ideal. So, aber wir schieben ihn an. Das sind typische Pfeifgeräusche von KC 100. Aber nicht so wie im Original. Also im Original war es anders, aber irgendwie lauter. Also, ich sehe gerade böses. Da haben sich gerade zwei sehr richtig lieb. Holzfahren, verteilen. Ja, wenn du so einen Haufen hast, kriegst du dann nicht mehr fest verteilt, ne? Sei ja so ein bisschen. Keiner gibt nach. Immer voll. Ob es an mir liegt oder an Kursler, ich weiß es nicht. Denk mal an beiden.
böse, böse Berge jetzt schon hier. Und noch ein Schiebeschild hole. Ein bisschen mehr verteilen. Ist ja so ungünstig. Wir müssen in die andere Richtung fahren. Ich hätte mal für jeden ein Kilo nehmen sollen. So. Schicken mal nach außen hin. Mit Gras und Ball hätten wir so eine Sorge nicht. Aber wir haben unsere Meister-Jeans, ne? Wir müssen den Berg abarbeiten hier. Ja, genau, so muss ich es meinen. Und da kommen die auch rüber, die Traktoren. Verteilen können wir mal einen anderen zur Not. Aber. Zeigt, dass wir ein bisschen Theater hier mit unseren Fahrzeugen. Kurve. Kommen so nix. Ja, eine Kurve, genau. Ups. Ehrlich? War der Angel voll? Muss ja fast voll sein, ne? Schauen wir mal, wir haben hier eine Fruchtumfahrung. Nee. Ja, mit Ton ist nicht so optimal, ne? Weil hört man nicht so richtig.
Der Teil tut auch nicht richtig. Mit aller nehmen. Mal laufen. Kalt in Thüringen mit 16 Grad Luft. Ist schon 8000 drin, okay. Das ist viel. Geht alles in den BGH reinfahren, dann klingelt die Kasse. Geht aber nur um den Kurzleer an, ne? Wenn wir keinen hätten, dann müssten wir das gut. Der Mais, der Hexer könnte mit dem Helfer fahren. Das würde gehen. Aber Abfahrer müssen wir alleine machen. Dann wäre das echt schwierig, hier das entsprechend nebenbei zu verdichten, ne? Da kann man nur Silage Ball machen. Komm, kipp aus, ein bisschen. Das werden lange Folgen, glaube ich. Aber leider ist das so. Kann man nicht so oft machen. Alter, kippt er nicht so ab, wie er soll. Na. Ich gehe mal Gas geben. So. Dichten. Teil mit einer Silowalze. Und der macht ein bisschen komische Töne von sich. Erst hörst du ihn, dann hörst du ihn nicht. Dichten geht's. Wir müssen ein bisschen verteilen, diese Unebenheiten müssen weg. Blocking. Dann wissen wir außen, das macht nichts, weil das fahren wir jetzt mit bloß mit rein. Oh, die Hände sind komisch. Was habe ich getan mit den Händen?
Aber die Silos sind nicht verbuggt. Verbuggt man nicht, wenn zum Beispiel die Lage fertig ist und man kriegt nicht alles raus. Das wäre dann nicht so schön. Das weiß man leider erst hinterher. Eine Siedlung im Hof war so. Ob das jetzt besser ist, das weiß ich nicht. Da habe ich noch kein Zeichen gefahren bis jetzt. Rückwärts fahren ist so eine Sache, ne? Umgekehrt denken. Vom Lenken her. Blocking, das heißt nicht gut ist, darum kommt doch keiner mehr. Mal schauen. Kurve, wir arbeiten. Aber das füllt sich nicht, ne? Ja, so leer. Was macht denn die Kurve normal? Ach, schon weil ich mal aktiviert habe. So, die Show, das soll's vorher gewesen sein. Überlänge. Dann seid mal Füße wegen Winkel schon schau. Dann hört ihr uns die bei der nächsten Folge. Dann geht's weiter. Dann seid mal Füße wegen Winkel. Bis, ja, bis vorhin. Tschüss. Komm mal wieder rein.